Also locker passt es, oder? Weil da muss man ja nicht ganz genau sein. Bei den Hauptthemen jetzt. Ja, finde ich angenehmer. Genau. Als wenn er jetzt ein Skript vorher schreibt. Ja. So, du darfst begrüßen. Okay, wer klatscht? Nee, klatscht. Wenn man eh gerade beim Lachen, dann passt es irgendwie. Ja, okay. Alles Klatschen ist jetzt getan. Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten... Tut mir leid. Okay, was sage ich denn? Was sage ich denn zur Begrüßung? Ist ja doof. Ja, mach, das war's schon. Okay. Du warst nur gerade so zurückhaltend. Ich war noch so im Lachfieber. Ach so. So, ich bin jetzt ganz ernst. Herzlich willkommen zu unserem dritten Tagebuch- und Handschriftenvideo. Diesmal haben wir das Thema interessante Stücke. Und Sebastian hat schon einen sehr großen Stapel vor sich aufgestapelt, den ihr jetzt nicht sehen könnt, aber er ist da. Ja, so groß ist er auch wieder nicht. Und jetzt, dann würde ich mal sagen... Dann fange ich diesmal an? Ja. Gut, ja, interessante Stücke. Also wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt, es ist spannend und krass, was man so alles finden kann. Und im Grunde muss ich mal vorweg sagen, finde ich, dass eigentlich jedes Stück interessant ist und seine historische Relevanz hat. Also selbst wenn es ein Brief aus dem Zweiten Weltkrieg ist, wo ein Soldat nach Hause schreibt, dass er seine Socken geschickt haben möchte oder sowas. Allein das ist ein Zeitzeugnis und gibt einen kleinen Einblick in die Zeit. Das würde ich mal so vorab mal... Ja, ist dann halt nur so die Frage, wie oft kriegt man sowas zu lesen? Und wenn man dann den 500. Brief ja. von Soldaten, der Socken will, dann ist es nicht mehr ganz so dieses Prickeln. Ja, ja klar, das Prickeln ist ja nicht mehr da, aber ich finde, alles hat da seine Relevanz. Ja. Und selbst wenn es Familien gibt, die halt gar nichts mehr haben und dann diesen Brief hätten, auch wenn es inhaltlich nicht relevant ist, großartig, ist es was Besonderes, weil das ist halt aus dieser Zeit heraus. Ja. Aber ich verquatsch mich. ja, besondere Stücke. Ich fange mal mit meinem Ältesten an. Da hast du damals glücklicherweise nicht mitgeboten, sonst hätte ich wahrscheinlich mehr ausgeben müssen. Und das ist ein Kriegstagebuch. Und ich habe ja, wo ich angefangen habe zu sammeln, habe ich so Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg mir ja fast hinterhergeschmissen, ehrlich gesagt. Also da kann man ja fast drin baden an Material, was es da gibt. Da sind ja Millionen Briefe geschrieben worden, Tagebücher massig geschrieben worden. Und ich persönlich finde halt das 19. Jahrhundert sehr spannend. Das Leben an sich, der Alltag, auch die Kriegszeit, wie die das alles erlebt haben. Und privat geschriebene Texte, finde man aus der Zeit viel, aber umso weiter es zurückgeht, umso seltener wird es. Und so napoleonische Zeit und auch erste Hälfte 19. Jahrhundert ist schon deutlich seltener. Ab 1840er, 50er, 60er Jahre wird es deutlich mehr, dass immer mehr private Texte und Briefe erscheinen, dass man da was finden kann. Und napoleonische Zeit wird es dann schon echt haarig, was Gutes zu finden. Briefe findet man schon einige, sind aber dann meistens auch eher so die Adeligen und die Bessergestellten. Tagebücher dann schon seltener. Und ich habe halt da gleich ein Hammer-Tagebuch gefunden, das hat jemand bei eBay eingestellt gehabt. Und das ist ein Kriegstagebuch aus den Befreiungskriegen 1813. Ich halte es mal hoch, das schaut von außen erstmal sehr modern aus, weil der Vorbesitzer hat es in den 1980er Jahren binden lassen. Und es schaut von innen, schaut es so aus. Und es war scheinbar als er es gekauft hat, waren das halt einfach lose Blätter und die wollte er halt dann angemessener in seiner Bibliothek einstellen können, hat es dann auch binden lassen und das ist ein nicht irgendein Tagebuch von irgendeinem großen Offizier oder so, was auch toll wäre und spannend, aber es ist von einem einfachen Soldaten und das finde ich ganz interessant und das ist ein Soldat aus Preußen, ich glaube Pommern oder Ostpreußen oder sowas und der beschreibt halt dann, wie er dann einberufen wird und dann gen Westen zieht, dann auch nach Leipzig kommt, ich glaube 3 Tage nach der Völkerschlacht und dann auch erzählt, das Zitat habe ich auch auf meiner Webseite, wie er dann erzählt, wie er dann überall noch die halbtoten Menschen sieht, nach 3 Tagen, die teilweise keine Beine mehr haben, wo der Kopf halb abgeschossen wurde von einer Kanonenkugel und wie sie mit den Pferden dann teilweise über die Leute drüber reiten, weil die gar nicht durchkommen würden sonst. Und da kann man sich erstmal vor Augen halten, wie grausam und wie schlimm diese Zeit dann auch war. Also Kriege und so sind sowieso immer schlimm, aber da in der Zeit ging es ja dann auch erst los, Befreiungskriege bis Deutsch-Französischer Krieg, dass dann zum Beispiel auch erst das Rote Kreuz ins Leben gerufen wurde, damit überhaupt mal die Leute irgendwie versorgt werden, wenn da so eine Schlacht war. Die wurden dann lange Zeit oft einfach liegen gelassen und niemand hat sich um die gekümmert. Und ja, und dann beschreibt er halt weiter, wie er halt dann bei verschiedenen Leuten untergebracht wird, wie er dann auch langsam Richtung Paris weiterreitet und
Am Ende im Tagebuch dann auch in Paris unterwegs ist, und da gibt es halt so kleine Zwischengeschichten, dass dann er irgendwo mal übernachtet hat und der Sohn von der Familie hat seine Pistole, was glaube ich, geklaut gehabt. Mhm. Das hat er nicht gefunden, als rauskam, dass der Sohn es war, hat er den Sohn dann maßregeln dürfen oder hat ihn gemaßregelt, ich glaube, da hat er nicht fragen müssen, und hat dann die Peitsche rausgeholt. Und das sind Zeitzeugnisse, wo einem echt manchmal der Atem wegbleibt. Genau, das war als ein Beispiel. Kurz noch, der Vorbesitzer hat mir erzählt, der hat es in den 80er Jahren bei einer Auktion, ich glaube in Frankfurt, erworben. Und das finde ich auch ein ganz spannendes Thema, wäre eigentlich auch für ein Video, für ein extra Video relevant, wie die Besitzverhältnisse waren vorher. Wie heißt das Fachwort? Ich vergesse es immer. Provenienz. Provenienz. Das finde ich auch mal ganz spannend, wie die Gegenstände oder die Dokumente von einer Person zur anderen gelangen und dann am Ende in die eigene Hand kommen. Und das kann man ganz selten nachvollziehen. So, dann mal ein Beispiel von dir. Genau. Das ist hier auch eines meiner ältesten Stücke. Auch ungefähr dieselbe Zeit, geschrieben 1816. Und das ist auch, in der Zeit war es auch relativ häufig, dass Tagebücher nicht privat geschrieben wurden, sondern wirklich für die Nachkommenschaft. Also das war dann, dass einfach die Nachkommen wissen, wie das eigene Leben abgelaufen ist, aber auch, dass man Ratschläge gibt, Lebenstipps, die man aus dem eigenen Leben so gezogen hat und an die Kinder weitergeben möchte. Und das sind manchmal so ganz pathetische Appelle, die dann sich sehr schön anhören heutzutage. Und das ist auch inhaltlich eine sehr schöne Handschrift. Das war geschrieben von einem Strumpfstricker, also von einem sehr, sehr einfachen Handwerker, der sich aber in seiner einfachen Profession ganz unwohl gefühlt hat, weil er eine künstlerische Ader in sich pochen spürte, sagt man das so, und schlagen fühlte vielleicht. Passt beides, glaube ich. Das geht beides nicht. Nun gut. Beides nicht. Und er schafft es aber tatsächlich, aus seiner Beengnis hinauszugehen und wird Kupferstecher, also ein künstlerischer Beruf. Und später wird er auch noch Hobbytheaterspieler in einem Privattheater in Berlin, das auch noch irgendwie 100 Jahre später nachweisbar ist. Also, das Theater oder das er dort war? Das Theater. Ja, aber allein das ist ja schon besonders, weil das ist eigentlich ein Lebensweg, den die Leute heute eher gehen. Mhm. Und damals war das alles andere als selbstverständlich. Ja, nach Berlin Schauspieler werden, ja. Ja, heute macht das jeder Zweite. Genau. Genau. Und dann hat er sogar noch eine Statue kreiert, die immer noch in Berlin steht. Also das ist wirklich interessant. Und auch so vom Ablauf ist es interessant, weil er das halt als alter Mensch schreibt und irgendwann stirbt er und bricht mitten im Text ab. Und dann schreibt sein Sohn noch Notizen ab, die er bei seinem Vater gefunden hat. Und am Ende schreibt er dann aus der Sohnesperspektive über den Vater den Rest des Lebens des Vaters auf. Und dann ist auch noch sehr interessant, diese Notizen, die er abgeschrieben hat, das war ein Reisebericht. Und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt nach ein paar Orten. Und dann habe ich in einer alten Zeitschrift im Grunde diesen Reisebericht gefunden, aber anonym überliefert. Ach. Und dann weiß ich halt nicht, hat der Vater auch seinen Reisebericht an diese Zeitschrift geschickt und die haben es veröffentlicht? Oder der Vater hat diesen Reisebericht einfach für sich abgeschrieben und der Sohn hat gedacht, das wäre eine Reise vom Vater gewesen, hat das fälschlich in das Tagebuch aufgenommen. Ach so. Oder der Vater hat geprahlt und eine Reise für sich ausgegeben, die er gar nicht erlebt hat. Aha. Also das ist auch so ein interessantes Detektivspiel. Aber und das zeigt eben, wie man auch schnell was komplett Falsches aufnehmen kann, weil man denkt, das sind authentische Zeitzeugnisse, ja. Aber dabei sind Zufälle dazwischen, die das total verfälschen. Ja, genau. Das finde ich ein interessantes Beispiel in der Hinsicht. Erzähl doch mal noch schnell. Nein, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich komme gleich drauf. Ich erzähle mal von mir schnell was. Was mache ich mal weiter? Ich mache mal chronologisch weiter. Da habe ich auch tief in die Tasche gelangt. Das hast du damals auch beobachtet. Das war eine Auktion bei eBay. Also viele Sachen kriegen wir über eBay. Ich habe auch viel Kontakt zu Händlern, die auch teilweise Sammlungen auflösen oder Haushaltsauflösungen, da kriegt man auch viel. eBay ist aber im Moment für uns eine der besten Quellen. Und da hat eine Haushaltsauflöserin, war das glaube ich auch, die hat dann, ich glaube, 4 Tagebücher eingestellt. Mit ganz, ganz vielen 1000 Seiten, glaube ich, insgesamt. Und es ging halt los, 1815 ging es, glaube ich, los. Das ist, glaube ich, was ich hier jetzt habe. Also das ist eines der Tagebücher. Das ist, glaube ich, steht es dort, Band 2, glaube ich. Und da hat halt ein Herr
ab dem Jahr 1815 ungefähr bis in die 1830er Jahre ganz, ganz ausführlich Tagebuch geschrieben und habe das dann relativ teuer dann ersteigert. Und es hat sich auch gelohnt. Was mich ein bisschen stört, ist, dass der halt pro Seite, zwei Drittel der Seite, irgendwelche Journalien abschreibt, also was er dann so gelesen hat im Laufe des Tages und dann halt unten drunter noch einen Absatz, was er erlebt hat. Aber inhaltlich teilweise erstmals sauschwer zu lesen, weil er auch viele Abkürzungen verwendet. Da habe ich jetzt letztens ein Video gesehen, dass, Humboldt? Irgendwelche Tagebücher vom 17. Schlag mich tot werden jetzt ganz aufwendig abgetippt, die halt noch nie gelesen wurden, weil die Handschrift so schlecht zu lesen ist. Oh. Ich glaube, Humboldt irgendwas in der Richtung. Und die inhaltlich wussten sie halt erstmal nicht, ob es relevant ist. Mhm. Aber weil es halt ein toller Inhalt ist, geben sie jetzt ganz viel Geld aus, das zu entschlüsseln. Ganz viele Abkürzungen. Teilweise schreibt er in Französisch, teilweise in Englisch, dann wieder in Deutsch. Mhm. Und so ähnlich ist es hier auch. Und der hat dann auch einmal geschrieben, zum Beispiel, dass er bei einem Stuhl, wo schon ein Bein gefehlt hat, ist dann noch ein Bein abgebrochen und das hat ihn so gestört, er hat den Stuhl irgendwie so hingestellt und er blieb stehen auf diesen zwei Beinen, obwohl es physikalisch eigentlich fast gar nicht geht. Und dann hat er gemeint, der hat es beobachtet und der Stuhl, der blieb irgendwie 4 Tage noch stehen und irgendwann nachts war er im Bett gelegen, dann hat er gehört, wie er umgefallen ist. Also ganz merkwürdige Geschichten hat er dann niedergeschrieben oder wie halt auch ganz philosophisch, das habe ich auch auf meiner Webseite, wie er dann ganz philosophisch angefangen hat, zu erzählen, dass er geträumt hat, dass er bei der Schlacht in Leipzig, was ich gerade schon hatte als Thema, bei der Völkerschlacht gekämpft hat, einen Kopfschuss gekriegt hat und dann ist er vom Traum erst aufgewacht und war wach. Und da hat er dann angefangen zu philosophieren, dass vielleicht das Leben auch nur ein Traum ist und man dann auch erst richtig aufwacht und so. Und das finde ich auch ganz interessant, was da für Gedankengänge damals die Menschen schon hatten. Und da merkt man halt, dass das jetzt nicht ein ganz einfacher Bauer war, dass der schon ein bisschen besser gestellt war. Das Spannende bei ihm ist, der hat dann irgendwie für irgendeine Mission oder so gearbeitet, Kirchenmission, und ist dann nach Brasilien gegangen. In den 1820er Jahren war es, glaube ich, und da war es dann noch was richtig Besonderes. Also heutzutage, wenn man da irgendwo hinschippert, ist das ja kein Problem. 1880er Jahre war das auch nicht ohne, aber 1820er Jahre, da war das ja noch total unerschlossen. Und das habe ich leider noch nicht abgetippt und noch nicht ganz gelesen. Da wird es sicher auch viele interessante Stellen geben, die ich da noch finden kann. Und da gibt es eben dann vier Bände. Passt ein bisschen zum Thema Zufall noch. Ich habe dann nach dem Namen ein bisschen gesucht. Da hast du mir auch mal ein paar Tipps gegeben, weil es gibt Nachfahren von ihm in Brasilien, die auch so heißen wie er. Bastite. Also hier vorne haben wir den Namen auch groß stehen. Und da gibt es eine Website, wo sogar Bilder von ihm noch aus den 1850er oder 60er Jahren zu sehen sind. Und da kann man halt heutzutage im Internet oftmals noch Infos finden über Leute, die vor 200 Jahren gelebt haben. Und ich habe dann ein bisschen nach ihm gesucht im Netz und habe dann ein Auktionshaus gefunden. Die haben ein Buch versteigert. Das war ein richtiges gedrucktes Buch, wo aber zwischen den Kapiteln immer mal leere Seiten waren. Und dieses Buch war in seinem Besitz. Und in diesen leeren Seiten hat er dann noch weitere Tagebucheinträge verfasst. Leider nicht viele. Das Buch war sehr teuer, aber ich habe gedacht, also wenn ich jetzt die paar schon habe, ich glaube, ich hätte es nicht gekauft, du hast aber gemeint, ich würde es machen. Ja. Da habe ich gedacht, gut, dann mache ich es jetzt einfach mal. Da habe ich mir das auch noch zugelegt und so bin ich dann über ein paar Ecken nochmal dazu gekommen und ich glaube, das war halt dieselbe Haushaltsauflöserin, die das als normales Buch und ich als Tagebuch dann weiter verkauft hat und dann ist es in diese Auktion gekommen. Und so habe ich dann die Tagebücher wieder zusammenbringen können. Nur das Problem ist, bei dem allerersten Tagebuch, das war 1815, und da schreibt er dann bei zwei Seiten erstmal, lässt er sich aus über die Franzosen, weil ja da hier der Herr Napoleon wieder zurückkam. Und er ist dann in die Schlacht gezogen, Stichwort Waterloo. Und da schreibt er dann auf einer Seite die Tagebuchtexte aus dem Kriege finden Sie in meinem Kriegstagebuch. Nur das habe ich nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob es das noch irgendwo gibt, ob das vielleicht zerstört wurde irgendwann. Ob er es vielleicht sogar im Krieg gelassen hat, das könnte auch sein, dass er das in irgendeiner Schlacht oder irgendwo was verbrannt ist und dann war das Tagebuch schon mit dabei. Und vielleicht gibt es dann wieder einen Zufall, dass dieses Tagebuch irgendwann doch nochmal auftaucht. Ich fände es gar nicht schlimm, wenn es ich gar nicht habe, nur schön wäre es, wenn es noch existieren würde. Und das ist auch so ein ganz besonderes Stück oder besondere Stücke, die mir auch sehr ans Herz gewachsen sind. So, soll ich noch mit einem weitermachen oder ich habe noch zwei. Ja, genau, da machst du eins, ich eins. Gut, dann mache ich eins nochmal. Ich bleibe chronologisch schnell. Das ist auch ein ganz schönes Stück, das habe ich von einem Händler aus Wien. Und das ist ein schönes, kleines, unscheinbares Tagebuch. Schön sauber geschrieben von einem Gärtner. Einem deutschen Gärtner, ich glaube aus Prag war er. Und der beschreibt halt dann, wie er hier Richtung Belgien und so erzieht und dann dort
auch überall die Gärten anschaue, wenn er in diversen Städten war. Damals gab es ja immer die schönen großen Gärten. Welche Zeit war das? 1847, 1846 fängt es, glaube ich, an. Ne, 1847 und 1848. Mhm. Danke, dass du fragst. Das hätte ich jetzt vergessen zu sagen. Und dann geht er halt später noch nach Paris und ganz am Ende noch nach England. Und im Großen und Ganzen ist es relativ öde, wenn man jetzt nicht bei dem Themengebiet bewandert ist mit den Gärten, weil er halt viele Pflanzen beschreibt und so. Aber interessant wird es dann, als er in Paris ist, 1848, und da bricht dann die Revolution aus. Nicht die französische Revolution 1789, nicht zu verwechseln, sondern die 1848er Revolution. Und dann beschreibt er über viele Seiten hinweg, was da los ist. Das ist total spannend, wie er dann eben erzählt, wie die Leute die Bänke umschmeißen und Sachen abfackeln und auf die Barrikaden wörtlich gehen. Und das ist ein tolles Zeitdokument von einem Deutschen in Paris, damals direkt vor Ort, wie er dann eben beschreibt, was er da erlebt hat. Und das ist dann durch diese Aussagen für mich auch eines meiner schönsten und für mich wertvollsten Stücke auch geworden. So, jetzt bist du erstmal dran. Genau. Das ist der Oberhammer. Das ist der Oberhammer. Und also auch eines meiner frühesten Tagebücher habe ich, glaube ich, 2004 ersteigert bei eBay. Und war die Beschreibung nicht irgendwie ganz mickrig auch? Ja, genau. Also es war nicht mal der Titel, also die Titelseite ist noch in lateinischer Schrift, das kann man noch einigermaßen lesen. Und aber der Text selber, ich weiß nicht, hört man vielleicht ein bisschen näher ran, ist halt wirklich auch in einer sehr, sehr schwierigen Schrift geschrieben. Lass mal gucken, erzähl doch mal weiter. Ja, und ich habe halt auch angefangen, das abzuschreiben, aber ich war ganz schnell entmutigt. Ich war halt auch noch nicht so ganz bewandert in dieser Schrift. Und aber da kann man sich, glaube ich, ganz gut reinfinden, oder? Ja, man schmälere braucht meine Leistung nicht. Also kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, ich mache es dann immer so, dass ich es durchlese, ohne viel drüber nachzudenken und das abtippe, was ich grob lese, auch wenn die Wörter für mich erstmal keinen Sinn ergeben, und dann so puzzelweise gehe ich es dann nochmal Stück für Stück durch und gucke dann, ob ich das langsam zusammensetzen kann. Genau, es gibt bestimmte Techniken, also nicht sich an irgendein Wort... Kennst du diese Technik? Oder habe ich die erfunden? Nein, so ähnlich mache ich es auch, aber also ich mache es nicht ganz so, aber sozusagen, wenn ich halt irgendwas nicht lesen kann, dann lasse ich erstmal eine Lücke machen, Fragezeichen, dass einfach das Abschreiben im Fluss bleibt. Und dann kann man drüber schlafen und am nächsten Tag Fluss bleiben ist, glaube ich, ganz wichtig, sonst bleibt man an einer Sache hängen. Genau. Sie sind so gespannt, was wir jetzt, worauf wir raus wollen, und wir quatschen hier ganz blöd drumherum. Ja, genau. und also das Titelblatt lautet: Meine Lisbeth, Elisabeth Eckert, nackt. Berichte darüber von mir, ihrem geliebten Oscar. Punkt. Und Leipzig 1890. Und dazu muss man wissen, dass so. Also es klingt ja schon nach einem erotischen Inhalt, und das ist es auch tatsächlich. Und so vor 1900 oder auch vor den 1920er Jahren waren wirklich erotische Inhalte in privaten Tagebüchern, also es kommt fast nie vor. Wenn mal was angedeutet wird, ist es viel. Und das ist halt wirklich eine Handschrift, die ausschließlich fast über die Schönheit der nackten Lisbeth sich handelt. Wo der Schoß von ihr auch gezeichnet hat. Genau. Also es war sozusagen, der Schreiber war ein Student in Leipzig, und er hat bei einer Zimmerwirtin gewohnt und hatte mit der Tochter der Zimmerwirtin ein Verhältnis. Aber waren die nicht in Franken dann? War das nicht Nürnberg oder Bamberg? Nee. War in Leipzig alles? War in Leipzig, ja. Ah, okay. Genau. Und dann, er durfte sie halt obenrum nackt sehen, aber nicht untenrum. Das war dann too much. Und sie hat... Too much hat er sicher nicht gesagt. Nee. Und er hatte das Zimmer neben ihrem Zimmer und hat dann... Und sie hat sich in ihrem Zimmer gewaschen. Also es gab da so eine mobile Waschschüssel, die hat man dann halt dann... Wasser gekocht, Wasser reingefüllt, ins Zimmer getragen und sich halt da gewaschen. Und dann hat er ein Loch gebohrt in die Zimmertür und hat sie halt beobachtet. Und wie in so einem Film. Und dann, mit den Löchern. Und das war zum ersten Mal, dass er wirklich eine nackte Frau live gesehen hat. Und dann hat er halt seine Eindrücke, die er gehabt hat, aufgeschrieben. Aber wirklich so, was geht in seiner Seele vor? Was hat er für Gedanken? Was macht das Gedächtnis jetzt damit und so? Und was bewirkt das alles? Und er will dann auf einmal die farbige Fotografie erfinden. Und dieser Drang, das alles festzuhalten, das wird ihn dazu bringen, diese farbige Fotografie zu finden. Dann überlegt er mit Spektralfarben und so. Also es ist wirklich ein Werk eines Wahnsinnigen oder manischen. Also und sowas fasziniert mich sehr. Also ich finde halt allgemein so Zeugnisse von verrückten Menschen oder von Menschen, die so eine kleine Macke haben, unglaublich interessant. So, also so wie wir eben. Ja, nicht unbedingt Menschen, mit denen ich jetzt zusammen wohnen möchte oder so, aber so, ja, je mehr... Ja, außergewöhnliche Menschen einfach. Außergewöhnliche Menschen. Standardmäßige, das nervt mich ja heutzutage auch bei den meisten. Ja. Also, außergewöhnliche Menschen. Das ist halt toll. Genau. Und ja, und das habe ich halt komplett abgeschrieben, habe es auch schon als Lesung gemacht und als drei Hörbücher. Und
ich denke mal, das wird sich auch... Also ein Hörbuch auf drei CDs, oder? So ist es. Genau. Und das wird... Danke. Ja. Und das wird sicher auch irgendwann mal veröffentlicht werden. Und da gibt es auch einen lustigen Zufall zu. Ich habe dann den Namen gegoogelt und habe dann gefunden, einen Aufsatz in einer Fotokunstzeitschrift. Und zwar hat ein Professor für Fotografie hat auf einem Flohmarkt Fotos, alte Fotos gefunden. Und zwar Nacktbilder von sich selbst und von jungen Frauen und Fotos von Hausfassaden. Und diese Fotos hat er rückseitig mit seinen Eindrücken beschrieben und das war genau von diesem selben Schreiber. Und dieser Professor fand diese Fotos so toll, dass er die wirklich in dieser Fotokunstzeitschrift veröffentlicht hat. Ja, und wenn der so akribisch war mit seinen Aufzeichnungen, dann gibt es sicher noch sehr, sehr viel weiteres Material. Ja, man muss es nur finden. Ja, mir fallen so viele tolle Beispiele noch ein in diesem Zusammenhang. Ich habe es dir vorhin schon erzählt, es gibt auch einen Brief, den ich habe. Ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr, aber das war 1860er Jahre, da kommt ein Mann nach Dresden, heim nach einer Reise und schreibt seinem Bruder, dass gerade die Oper brennt. Und das war der Brand der Semperoper. Und da beschreibt er dann, wie er aus seinem Fenster rausguckt und gerade sieht, was da gerade vor sich geht. Und das ist ein Zeitzeugnis, wo ich mir auch gedacht habe, unglaublich, weil ich habe das einfach in so einem kleinen Briefstapel gefunden. Das hat der Vorbesitzer überhaupt nicht gewusst, was das für ein Brief ist, der da dabei war. Und ich weiß nicht, wie viele Zeitdokumente es von diesem Vorfall gibt überhaupt. Hm. Und das sind genau solche Dinge. Also gerade, was ich gerade gehabt habe, auch das Jahr 1848, da finde ich Briefe aus der Zeit auch unglaublich spannend, weil wie die Leute eben diese Zeit wahrgenommen haben. Ich habe noch eine, also manchmal kommen wir vielleicht auf ein anderes Thema wieder zurück, und zwar Thema Zufall, aber das bauen wir jetzt noch hier ein. Gerne. Und zwar habe ich so keine richtigen Tagebücher, aber so Berichtsbücher von einem Weltreisenden. Der hat dann die Station, die er begangen hat in den 20er Jahren, da hat er so Stempel reinmachen lassen von den Stationen, hat Fotos... Das ist es mit Brasilien und Südamerika? Das war was anderes. Das war was anderes, okay. Genau, war so ähnlich. War so ähnlich. Nee, das war einer, der ist zu Fuß gegangen, von Hannover aus bis nach Nordafrika, und er war wohl... Also, da sind auch lauter Zeitungsberichte über ihn drin, und er war vorher wohl auch in Südamerika und so. Mhm. Aber ich habe die von Europa, Nordafrika... Auf jeden Fall hat er sein Geld damit verdient, dass er Ansichtskarten verkauft von sich selbst. Also er ist dann vor irgendeiner Sehenswürdigkeit oder mit irgendeinem Schar oder so, schüttelt ihm die Hand und verkauft dann diese Ansichtskarten. Mhm. Und ich habe mich immer gewundert, er finanziert sich davon so, aber es gibt die halt wirklich kaum im Handel zu kaufen. Ich habe dann 3 gefunden und jetzt habe ich bei eBay 30 angeboten gesehen. Auf einmal? Mhm. Habe ich alle gekauft? In einer Auktion? Nee, das waren alles Sofortkauf. Von einer Person? Genau, von einer eingestellt, genau. Und die habe ich dann alle gekauft, mit Preisvorschlag. Und dann habe ich... Kauf nicht so teuer, bei 30 Stück? Ja, es war ein bisschen teuer. Oh! Aber ich wollte es haben. Und dann habe ich den Verkäufer gefragt, ob er noch mehr, wo er es her hat und so. Und dann hat er gesagt, dass das ein Freund seiner Familie war und dass er als Kind ganz oft seinen Erzählungen gelauscht hat, wie er von seinen Weltreisen erzählt hat. So. Das ist krass. Ja. Das ist wirklich unglaublich, was es da alles so gibt. Ja. Also, weil ich habe auch ein